Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir sind bei Folge 113. Wir sind immer noch in den Zahngamaschen und gucken mal, was es Tolles Neues gibt. Hier regnet's, bei mir regnet's, überall regnet's. Das ist doch wunderbar. Doof, dass sie nicht aus dem Wasser rauskommen. Ich wollte mal gucken, ob man die auch zähmen kann. Nicht zähmbar. Schade. Das wäre bestimmt auch cool aus, wenn man so ein Ding durch die Gegend läuft. Ich glaube, mittlerweile sind die zähmbar. Was wir uns auf jeden Fall angucken werden, wenn wir mit Wattle K anfangen, werden wir nach hier zurückkommen und uns angucken, ob wir uns so eins mitnehmen können. Das wäre doch cool. Mal gucken, kann ich den schon ansprechen? Nee, noch nicht. Ich glaube, wenn ich einen gewissen Ruf habe, kann ich hier die Wächter ansprechen. Ich nenne es einfach mal Wächter. Dann bekomme ich von denen nämlich immer Buffs, die wir uns abholen können. Buffen wir uns ein bisschen. Sehr schön. Das macht Spaß. Aber hier so die Atmosphäre finde ich ganz cool. Oh, und die ganzen Blümchen aber. Die Blümchen wollen wir nicht. Müsste irgendwo noch einer rumlaufen. Ich glaube, das könnte man theoretisch auch, oder? Nicht zähmbar. Ich weiß nicht. So einen habe ich noch nie irgendwo rumlaufen sehen. Glaube ich zumindest. Ja, ist klar. War nicht lederbar. Hätten sie ruhig lederbar machen können. Das kann ich. 24 haben wir. Können wir dann auch wieder Lederfetzen herstellen? Nichts Neues dazugekommen. Jetzt finzeln wir lustig. Guck mal, noch die Ledern. Schade. Da, den da müssen wir töten. So, weiter haben wir fast voll Energie. Was ist los? Mal heilen. Wir machen uns nämlich direkt auf den Weg und können wir nämlich direkt mal nach Shattered rein. Das macht nämlich Sinn. Dann können wir uns da den Flugpunkt holen und haben dann auch nachher die Portale da. Das ist sehr gut. So. Ich hoffe, das funktioniert. Kurz andenken lassen. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Nein. Ja, das sieht sehr gut bis jetzt aus. Aber wir wollen ja nicht den Tag loben, bevor er tot ist. Hm? Also wie gesagt, mit dem Jäger kriegt man fast alles down. Was so als manche Zweiergruppenquest deklariert ist. Dadurch, dass wir ja Damage-Dealer, Tank und ein bisschen Heiler in einem sind. Das haben wir sehr gut gemacht. Je nachdem, welcher Patch auf dem WoTLK-Server ist, können wir uns auch einen Worgen zähmen als Pet. Aber das war damals ein Bug. Ein, wie ich finde, sehr cooler Bug. Hier müsste auch... Hä? Ach so, das sind zwei. Den habe ich gar nicht gesehen. So.
Manchmal irritiert das Wetter ein bisschen hier, aber gibt Schlimmeres. Tja, zum Beispiel kein Mana. Er hat den vorher angegriffen und dann greift er nicht mehr an. Naja. Wird wieder schön am Leuchten. Müssen wir eh töten, oder? Kein Problem. Aber hier war das hier. Ja, da hinten, okay. Ja, ich suchte hier, es gibt noch diese komische andere Spinne mit diesem schwarzen Stachel oder so. War mir nicht sicher, ob es hier war, aber es war wohl hinten durch. Das ist im Prinzip das, wo wir gerade angefangen haben. Und hier kommen wir gleich nämlich in die Wälder von Terroka. Da muss ich sagen, geht so, dass ich da Quest glaube, von der Lust her. Und ich hoffe, je nachdem wann das funktioniert, also wie das funktioniert mit dem, wie das funktioniert mit dem, ja, ich bin heute sehr wortgewandt, ihr merkt, wie das funktioniert mit dem Charaktertransfer. Oh. Weil ich habe gesehen, auf dem Server hier, wenn man einen Charaktertransfer macht, dann wird man nicht direkt auf 70 eingestuft, wenn man zum Beispiel einen 80er hatte, mit meinem Server, sondern man wird als 65er eingestuft. Das heißt, die letzten 5 Level muss man noch selber machen. Jetzt kommen wir nach Schattrad gleich rein. Unsere erste Stunde in Schattrad. Schon. Sehr überwältigend hier aus, ne? Schattrad. So, jetzt müsste hier gleich auch irgendwo ein Mensch mit einer Quest sein. Der uns nämlich nach Khadgar schickt. Mit Adal, okay. Mittlerweile ist es so, dass man Adal direkt bzw. Khadgar direkt daneben ansprechen kann, der einen dann diesen Leerwandler mitschickt, um Schattrad kennenzulernen. Aber nachher habe ich die gar nicht mehr gemacht, ich konnte überspringen, weil du fast im Anfangsgebiet so weit gekommen bist, vom Level her, dass es gar nicht mehr gelohnt hat, irgendwo anders hinzugehen. Und dann direkt nach Nordend. Quatsch, Quest, so wenig, so viel zu bekommen, finde ich gut. So, jetzt kriegen wir nämlich den. Ach, so. Okay, wollte gerade sagen, mal schon noch markieren, aber da wir nicht in einer Gruppe sind, können wir nichts markieren. Jetzt zeigt er uns nämlich hier all die schöne Welt. Wenn man jetzt auf Teilen drückt, auf dem Numpad, kann man auch gehen. Das sieht zwar sehr lahm aus, es ist auch sehr lahm, aber es ist leider nicht schnell genug, um vernünftig an dem zu bleiben. Gehen wir also hinterher. Aber einen Rudelbuff will er auch nicht haben. Eigensinniger Typ. Könnte schon mal den Flugpunkt holen. Schön. Das ist nämlich bla bla bla. Hier unten ist das PvP-Gebiet, bla bla bla. Ja, das ist schon schön, PvP. Das Lustige hier an PvP ist, dass es halt gemischt ist. Ich habe mir das zuerst komplizierter vorgestellt, dass man aus Versehen vielleicht versucht, seine Mitspieler umzubringen, aber nein. Dadurch, dass man eine Teamfarbe quasi hat, funktioniert das eigentlich recht gut. Weil man achtet gar nicht darauf, ob der jetzt Ork oder irgendwas anderes ist. So, man sieht den ja dann als grün markiert, weil es ist ja ein Freund in dem Moment. Das ist genau wie mit den Instanzen. Es ist zwar am Anfang sehr, sehr komisch,
Aber es ist auf jeden Fall machbar. Und zu Raids kann ich noch nichts sagen, weil da bin ich noch nicht wirklich. Entschuldigung, da bin ich noch nicht wirklich ja, zu gekommen. Noch nicht wirklich gemacht. Was auch funktioniert, sind die Netherdrachen-Quests hier. Da bin ich mit dem anderen Charakter im Moment auch dran. Ihr kennt das sicherlich. Es ist eine furchtbare, furchtbare Farmerei. Wenn ihr Dings gesehen hattet, die Giga-Videos, die ich mal hochgeladen habe, ist ja auch, wo die sich unterhalten, weil der eine macht die ganze Zeit diese Netherdrachen-Quests und teilweise schon auf der Arbeit, weil er sagt selber, dass das wie Arbeit ist. Die Adal sind in Allianzlern immer freundlich. Und die Seher sind den Hortler immer freundlich am Anfang. Dann kommen sich ja nachher, machen wir auch gleich, für eine Fraktion entscheiden. Wir werden Adal nehmen, die Aldor nehmen. Adal. Die Aldor nehmen. Weil das ist am praktischsten gerade für uns, weil wir Allianz sind. Und ich glaube, die hatten auch irgendwas Tolles für uns. Gerade gucken. Hoffraktion. Die Aldor, genau. Es hat jede Fraktion. Nur die Rezepte sind ein bisschen anders und die Items, die man bekommt, sind etwas anders. Wie das hier zum Beispiel. Das ist ganz cool für uns. Je nachdem, wie schnell wir Hof bekommen und die Seher. Wir haben dann beispielsweise Schmuck, das ist jetzt nichts für uns, das ist auch nicht für uns. Das auch nicht, von daher nehmen wir die. Hallo. Der gute Katka, der lümmelt hier schon mal so ein bisschen durch die Gegend. Aber keine Angst, wenn ihr das hier machen solltet. Einfach ein bisschen hin und her laufen, am besten im Target halten. Weil der ist ein bisschen, naja, verbuggt. Der kann halt andere Sachen, die wir nicht können, wie durch Wände gehen. Also man braucht ja einfach nur hochgehen, kurz warten und dann sieht man den gleich hier so durch die Wand baggernd hier hochkommen. Da ich das schon nämlich gemacht habe, weiß ich das ganz gut. Und wer vorher Draenor gespielt hat, wird sich erinnern, dass hier alles Kampfgebiet ist. Bei WoD ist all das hier umkämpft. Mit diesen komischen Daily-Kristall-Quests, die es da gibt. Irgendwann konnte ich die Daily-Kristall-Quests nicht mehr sehen. Aber ich sagte, glaube ich, schon im letzten Video, dass ich im Moment mit mir hadere. Aber ich wirklich nochmal reingucken soll. Und man kann ein paar Patches vorher mit, was haben wir denn hier? 1, 3, 4 oder so? Vor etwas vorher konnte man gar nicht die Horde angucken. Oh, das sieht doch nett aus. Noch ein schönes, der. Auch, das haben wir gleich. Ja. Oh. Was ist das denn hier? Szenarios. Müssen wir noch ein bisschen sparen, bis wir wohlwollend sind. Anruf. Sucht schon jemand für Daily Heroisch. Aber gut. Irgendwie müde heute Morgen. Irgendwie müde.
Hat man ja schon mal solche Tage. Müssen wir direkt mal einen Kaffee machen. Geht's vielleicht gleich besser. Immer das Beste am Morgen ist Kaffee, finde ich. Ja, das dauert immer. Vor allem kann man die doofe Quest nicht, wenn man in einer Gruppe ist, muss man die nach. Also, erst muss der eine die machen, dann kann der andere die machen. Das heißt, wenn ihr mal hier in der Gruppe spielen solltet und die Quest denkt, oh, die machen wir am besten aus der Gruppe rausgehen, die Quest nacheinander annehmen und dann kann man das gemütlich quasi gleichzeitig machen. Dann hat man nämlich zwei Mülltüten hier rumlaufen. Weil in der Gruppe wird man zwar angezeigt, dass man das zusammen machen kann, aber das funktioniert nicht. Von daher kurz aus der Gruppe rausgehen, zweimal die Quest annehmen oder drei oder vier oder fünfmal und dann den Wolken hinterherlaufen. Das geht. Und wie gesagt, die Erfahrung habe ich gemacht, dass wenn man die versucht, in der Gruppe zusammen zu machen, das geht leider nicht. Das heißt, ich habe die gemacht oder wollte die mitmachen und dann wurde die angenommen. Ich habe geklickt, ja, wir sind dann hinterher geeiert. Ich habe gar nicht so darauf geachtet, ob ich mit Flüstern im Chat bekomme, weil wir im Test waren. Gequatscht. Er geht abgeben. Ich sag's dem, ich kann gar nicht abgeben. Was ist das denn? Hab ich geguckt, kein Flüster von Katka. Mülltüte. Naja, dann durften wir nochmal hinterher. Wie ihr seht, ist das ziemlich öde. Er stellt jetzt hier noch die Sea vor, dann stellt er noch die Aldor vor und dann sind wir fertig. Was ein Murks. Aber gut. Vielleicht ist es ja irgendwo zu gut. Man weiß es nicht. Ich meine, am Anfang fand ich das auch nicht toll. Als ich das allererste Mal gemacht hatte. Sieht zwar hier ultra leer aus, fast wie auf dem Real-Server. Aber das kommt einfach durch die Uhrzeit, weil wir haben 7:45. Und wir haben heute bei der Aufnahme Dienstag. Von daher kann das gut sein, dass viele arbeiten sind oder noch am Schlafen. Wenn ihr euch fragt, warum ich immer die Videos so früh mache, weil ich meistens Spätdienst habe. Sprich, ich fange um 2 Uhr an zu arbeiten, manchmal um 1 Uhr. Von daher ist das morgens für mich am besten. Und so, sag mal gegen 10, 11, füllen sich hier die Reihen. Dann sieht man nämlich ja auch ganz viele Leute rumlaufen. Aber wir können ja mal gucken, wie momentan der Stand ist. Wer aktualisieren? 50 Leute. In der Gilde sind 1. Und wie ihr seht, ist hier auch schon die nächste Raid-Ankündigung. Für nächsten Dienstag, könnte vielleicht heute sein, was ich annehme, um 21 Uhr. Puh, ist aber spät. Na gut. Wenn ich Spätdienst habe, muss ich bis 21 Uhr arbeiten. Ich meine, jetzt gehen wir rein, genau. Und dann ist jetzt gleich die Quest auch schon fertig. Und dafür gibt es auch, ich glaube, 11.000 MP, wenn nicht sogar 20.000. Gucken wir jetzt mal. So. Hier normalerweise kann man das gar nicht so nachvollziehen im Questtext. Weil es steht da viel mehr von den ganzen Leuten, die mit aufnehmen. Die mit hier rumlaufen. Da ist der Katka. Können wir nämlich gleich schon die Quest abgeben wieder.
Es ist doch wunderbar, wie ihr seht. So, dann gehen wir noch die Quest ab und dann wollen wir uns nachher, hätten gesagt, die Aldo nehmen, ne? 11.000. So, und jetzt können wir uns nämlich aussuchen. Aldo oder Seher. Wir wollten die Aldo nehmen. Sind wir direkt freundlich. Und jetzt schickt er uns, glaube ich, blablabla, zu Aldor Höhe. Aber die Aldor Höhe sehen wir uns in der nächsten Folge an, wenn es wieder heißt Let's Play WoW Folge 114. Damit auf Wiedersehen. Lasst ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da. Denkt dran, die Abos sind kostenlos und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.